Weiter mit Flatland. Schön, dass ihr dabei seid. Juhu, hallihallo. So, wir haben jetzt vier verschiedene Inseln. Auf zwei Inseln haben wir jeweils zwei verschiedene Clans untergebracht. Wir haben zwei kleinere Inseln auch dauerhaft aufgedeckt und Lagerhäuser draufgebaut. Wir kommen gut voran. Wir haben leider bei der Quest sind wir nicht vorangekommen. Wir brauchen immer nur eine Schlüsselkarte. Jetzt wissen wir auch, wo die ist. Die muss hier vorne sein. Da könnten wir also noch eine Expedition hinschicken. Aber vorher würde ich gerne die Forschungspunkte hier noch ein bisschen weiter mitnehmen und ausbauen. Das hier ist der nächste Bezirk, den wir hier aufgedeckt haben. Drei Leute arbeiten hier. Hier vorne sind sie. Da ist eine Aufgabe. Könnten noch ein paar weitere Dinge aufdecken. Erstmal weiter alles aufdecken, damit wir überhaupt wissen, wo wir sind und ein bisschen Orientierung haben. Danach schauen wir weiter. Wieder zurück zur Hauptinsel. Im Dunkeln sieht das echt sehr stimmungsvoll aus. Wie sieht es bei der Forschung aus? Zwei Leute arbeiten hier durch. Die hier werden umgewandelt, die Relikte aus der alten Welt in Forschung. Tagsüber, nachts nicht. Wir haben nur fünf Kräuter, ein paar Medikamente, noch ist alles gut. Also, wenn es eine dicke Epidemie gäbe, hätten wir ein paar Probleme. Was ich krass finde, dass wir für einen kleinen Betrag an Medikamenten eben drei Leute in Menschenversuchen geopfert haben. Das ist schon sehr heftig. Es gibt immer noch eine Epidemie bei uns. Was ich gerne machen würde, ich glaube, wir können langsam wieder ein Gesetz machen, oder? Dass wir nochmal eine Rede, hier, nochmal eine Rede des Oberhauptes machen. Leseräume, was denn das? Papier braucht man dafür, das kommt viel später. Halten wir nochmal eine einfache Rede hier, gibt uns nochmal extra Einfluss. Eine Rede. Wer von ihnen ist besonders unzufrieden? Die sind alle friedlich. Cool. Alle sind total friedlich gestimmt mittlerweile, weil die so viel Freizeitangebote von uns bekommen haben. Also am wichtigsten ist der grüne Clan. Wir sagen mal, jeder ist unabhängig. Alle reagieren mit großem Stolz darauf. Super, haben wir genau richtig gemacht. Klasse. Haben sehr viele Gebäude gebaut, die teilweise immer wieder pausieren wegen mangelnden Mitarbeitern. Nahrung haben wir in rauen Mengen. Was wir uns überlegen könnten, damit wir ein bisschen unabhängiger sind von so Schwankungen und nicht immer in Panik geraten, wenn mal Sachen alle sind, dass wir die Lagerhäuser aufwerten. Das könnte ich mir vorstellen. Das ging über Wachstum, glaube ich, ne? Und gehen, glaube ich nicht. Aus Verschlägen Baracken, bessere Wohnunterkünfte für die Leute. Guter Schutz für die Witterung, die Leute schlafen ja einfach, bislang hat sich noch keiner beschwert. Blockhütten und so weiter, das brauchen wir nicht. Erkundung. Funkturm, was sind das? Stelzenplattformen, um extra Bauflächen zu bekommen oder um Bezirke direkt zu verbinden. Brauchen wir die im Augenblick? Ich glaube nicht. Da ist es, das mittlere Lagerhaus. Reichweite ist größer, Lagerkapazität erhöht. 600 und 250. Wir haben 95 Trümmer. Also wir können es freischalten, aber wir können es nicht bauen. Wir brauchen erstmal viel mehr Trümmer noch auf Vorrat. Bügelsäge haben wir schon, damit man bestimmte Sachen machen kann. Gerüstproduktion hatten wir auch schon.
Boote zum Durchsuchen brauchen wir im Augenblick, glaube ich, auch noch nicht. Kletterausrüstung brauchen wir im Augenblick auch nicht. Überleben. Fischerhafen. Fischerkai zu Fischerhafen ausbauen. Problem, wir brauchen dafür sehr viele Leute, die standhaft sind. Nee, wir brauchen standhaft Stufe 2. Standhaftigkeit Stufe 2. Das heißt, wir müssten in unserer Siedlung mit dem Ausgangsklan, mit dem grünen Ausgangsklan, müssten wir die Leute spezialisieren auf dieses Level hier. Schaut mal. Hier. Die sind im Augenblick standhaft. Die sind schon standhaft Stufe 2. Ja, dann könnt ihr das noch nutzen. Perfekt. Wunderbar. Wie gemalt. Machen wir. Das war... wo war es gerade? Fischereihafen hier. Okay, Nahrung ist nicht das Hauptproblem, aber ich fühle mich trotzdem wohler. Einmal hier erforschen. 20 Forschungspunkte gehen dabei drauf. Tagesproduktion. 250 Schrott brauchen wir dafür. Vergesst alles, was ich gerade gesagt habe. Wir haben gerade 17. Wie können wir denn die Fabrik aufnehmen, die wir hier um die Ecke haben? Die hier. Aufwertung zur zurückgewonnenen Fabrik. 800 Plastik. Wir können lagern bis zu 3000. Das wäre okay. 400 Holz. 480 haben wir. 200 Trümmer. Sollen wir dafür mal sparen. Dann gewinnen wir aus dem Nichts heraus 20 von denen hier. 20 Schrott. Und als Mitarbeiter brauchen wir 2 einfache Leute, 2 Leute, die standhaft sind, die haben wir. Und dass wir einen hatten ohne Disziplin, das ist vollkommen Wumpe. Das ist eigentlich eine coole Sache. Das können wir machen. Wie viele Menschen leben denn hier gerade? Ach, hier ist einer gestorben. Hier leben nur 2 Leute und machen Wasserdestillation. Wir bräuchten hier erstmal ein Pier, damit wir noch weitere Menschen hier hin beschaffen können. Also wir brauchen 2 Sachen. Wir brauchen 200 Trümmer auf Vorrat und wir müssen ein Pier hier hinbauen. Also sonst lohnt sich das Ganze nicht. Und der Pier war... Oder können wir die auf Stelzen verbinden? Nur die Stelzen freischalten. Ist das hier seichtes Wasser? Nee, ne? Das sieht eher aus wie tiefes Wasser. Das hier ist seichtes Wasser. Das sieht aus wie tiefes. Ich glaube nicht, dass wir da rüberkommen. Mm-mm. Nee. Das heißt, wir müssen an 200 Trümmer rankommen. Wenn wir den Pier bauen hier. Da ist der. 30 Schrott, die müssen wir noch irgendwo einsammeln, die bekommen wir irgendwo. Boah, ist das alles teuer. Sollen wir zuerst den Pier bauen oder erst die Fabrik, Leute? Ganz schnell. Zuerst Pier oder erst Fabrik? Wenn wir die Fabrik zuerst bauen, können wir mit 2 Leuten drin arbeiten. Mit mehr nicht, aber immerhin schon mit 2. Da zeugen dann von diesem schwierigen Schrott ein bisschen was. Die zweite Alternative ist, Gott, der Müll geht ja in irrem Tempo runter. Schock. Verbrauchen wir für irgendwas Müll? Im Augenblick können wir alles knicken. Also den Pier können wir sicher nicht bauen. Wir müssen erstmal ein bisschen hier alles wieder anschmeißen. Im Sortierhaus Mitarbeiter reinpacken. Wie sieht es mit der Forschung aus? Ich gehe mal auf 2-fache Spielgeschwindigkeit. Ich pack mal das Holz raus hier. Wasser sparen. Ich soll einen Gesetzentwurf machen, Wasser sparen. Der Unruhe-Malus aufgrund von Durst nimmt um 100% zu. Die Trinkwasservorräte gehen zur Neige, wir haben da 340 und ein dickes Plus. Mach ich nicht. Lehne ich ab. Wird die verärgern, ist mir egal. Die sind verärgert, wir verlieren Einfluss, ist mir Schnurz und Pieper. Wir brauchen Ich mache mal eine Küche alle hier. Die Küche legen wir hier mal still. Eine Feldküche alle. Dann gehen wir hier rein in die in das Sortierhaus. Ein Fachkraft hier. Holz einmal raus hier. Müll sammeln bitte.
So. Forschung ist auch stillgelegt. Die kann nichts mehr. Einmal stilllegen. Wir haben noch ein paar Bücher, die sind aber Quatsch. Zwei weitere Mitarbeiter und die packen wir dann rein in Müll sammeln, auch hier. Okay. Alles klar. Arrow meint, Wasser ist nur im Bezirk. Du meinst, die hätten hier unten kein Wasser? Kann ich mir nicht vorstellen. Weil die haben doch globales Lager. Haben wir doch eben gesehen. Vielleicht ist der Trigger, dass die absolute Menge nicht so hoch ist. Das könnte ich mir vorstellen. So, hier müssen wir noch ein paar Aufgaben machen. Hier unten arbeiten drei Leute. Das ist top. Hier vorne, hier fehlen noch keine Arbeit. Hier sind die Arbeitskräfte noch nicht da. Hier müssen wir drei Leute rausnehmen. Hier nehmen wir drei Leute rein. Dann ertrinken wir in Nahrung hier. Dann könnten wir sogar die riskante Nahrung mal komplett stoppen. Weil aus der wird in Feldküchen Sachen gebaut. Das können wir dann erstmal lassen. Das heißt, wir schmeißen alle Fischerkais, legen wir lahm. Hier auch weitere Arbeitskräfte, dann brauchen wir die Küchen auch nicht mehr. Können wir auch alle lahmlegen. Dann haben wir ja drei weitere Arbeitskräfte. Dann packen wir die hier oben wieder ins Holz rein. Dann haben wir noch eine Arbeitskraft hier mehr. Und die könnten wir ins Sanitätszelt. Ne, Moment, irgendwo war so ein Kräutergebäude war irgendwo, ne? Zum Kräutersammeln, Kräuterfarm. Eine hier. Anja rein, um aus Kräutern Medikamente zu machen. Wir haben aber null Kräuter. Okay, dann schaue ich mal, dass ich woanders Kräuter aufsammle. Sagen wir mal hier vorne. Hier waren, glaube ich, Kräuter um die Ecke. Ja, hier sind ein paar Kräuter. Hier sammeln wir ein paar Kräuter und Nahrung ein. Hier vorne nicht. Hier vorne kann man noch Sachen einsammeln. Gibt es hier Kräuter oder ähnliches? Holz. Ja, die normale Nahrung können wir hier einsammeln. Wird er zwar genug haben, aber schaden kann es nicht. Einmal hier. Das ist eine Sache, die wir nicht komplett machen können. Das können wir auch nicht komplett machen. Hier können wir noch ein bisschen was einsammeln. Können wir noch Erkundung betreiben? Hier um die Ecke. Können wir hier reingehen? Nein. Aber hier um die Ecke können wir noch gehen, noch ein Stück. Ich glaube ja. Können wir hier durch? Wir testen das mal. Die Leute erholen sich von ihren Krankheiten. 61 Forschungspunkte auf Vorrat, genau. Dann schauen wir uns die Sache hier hinten noch an. Ist die mittlerweile fertig? Immer noch nicht. Was machen die denn hier? Ach, weil die Bretter zu Ende sind. Kann das nicht zu Ende gemacht werden? Okay. Dann machen wir die nächsten Sammelaktionen hier. Das können wir durchsuchen. Das haben wir schon. Mit Seilen können wir bekommen nochmal ein Relikt, haufenweise Bretter, Thermit und andere Geschichten. Die Industriehalle hatten wir auch schon durchsucht. Toten Baum. Ruine der Tankstelle. Und da sind Menschen. Wir rennen einmal hin. Die Warnung, globale Bestandsgrenze bezieht sich auf die Bretter. Bin ich mal sehr gespannt, was wir hier entdecken, ja. Hoffentlich nicht noch ein Clan. Oder wahrscheinlich noch einer. Vielleicht haben wir Glück und ist einer von einem Clan, den wir schon haben. Dass es nicht totales Chaos gibt. Oh, hier können wir noch mal viele einsammeln. Erkundung.
So, mal schauen, was und oder wen wir hier finden. Bin sehr gespannt. Wasserseil nicht global, meinte Aaron. Ich weiß nicht, wie du drauf kommst. Also, es spricht nichts dafür, dass es so ist. In einem Pfadfinderlager, in einem mobilen, da muss man natürlich Proviant dabei eben haben, aber hier, nichts spricht dafür, dass Ressourcen hier nur lokal sind. Ich habe keinen Indiz dafür bislang entdeckt. Wir finden neue Personen, wenn sie anderen Menschen begegnen. Sie würden sich gerne uns einladen. Ja, natürlich, wir nehmen sie mit, gucken, wer es ist. Sie gehören keinem Clan an. Sie möchten uns gerne anschließen. Manche der Reisenden werden sich dem Clan anschließen, der ihren Ansichten am ehesten entspricht. Andere unentschlossen. Welchen soll man pushen? Ich bin dafür, dass wir den hier unten pushen. Okay, oh Gott, hier oben haben wir mehr. Hier oben sind nur noch 25 Menschen. Das waren doch mal viel mehr. Wir schicken die alle zur Feuerwache hin. Zum Ausgangsclan. Das sind so viele Gebäude, die wir nicht nutzen können. Plus 10 bei der Feuerwache und plus 5 beim anderen Clan. Super. Sehr hilfreich. Alle wegen des Doktors gestorben? Bin mir nicht sicher. Also der Doktor war echt die Megapanne hier bei uns, ne? Zurück und jetzt können wir, jetzt haben wir wie viele neue Leute? 15 Leute, die wir noch in Jobs packen können. Klasse. Das ist die Sortierhütte. Die läuft auch. Wasserreinigung. Ebenfalls. Aber links niemand, der belesen ist. Das ist die Wasserdestillation. Könnte ich nicht zuweisen? Ach, die müssen noch ankommen. Die sind zwar im Prinzip verfügbar, aber die sind noch nicht in der Siedlung angekommen. Könnten die zur Wasserreinigung aufwerten, aber dafür braucht man Belesene. Die haben wir im Augenblick nicht. Im Studierzimmer. Kräuterfarm. Kräuter 0. Wir müssen noch einen Moment abwarten, ja. Wir brauchen dringend noch viel mehr Arbeitskräfte hier. Müssen warten, bis die angekommen sind. Kann sein, dass wir noch mal eine Rede halten können. Es sind schon wieder Leute erkrankt. Husten. Wir können natürlich auch in allen Bezirken jetzt noch mal diese Gebäude hinstellen, die mit den Medikamenten versorgen, ne? Der High-Posten-Bezirk war hier vorne. Ja. Immer frisch gebaut und hier leben drei Menschen. Und extra für die drei könnten wir jetzt hier hingehen und könnten ja noch mal so ein Mini-Gebäude bauen hier. Denn hier sind Kranke. Aber jetzt für die ein Klinikzelt bauen. Sanitätszelt, 140, 100. Also wir hätten es. Sollen wir es machen? Komm, machen es. Aber das Einfachste vom Einfachen, ein Sanitätszelt hier vorne hin. Ich bin ja nicht so. Einmal hier vorne eins hin. Boah, nimmt das alles viel Platz weg. Einmal weit weg in die Ecke. Ist ja nicht für den laufenden Betrieb wichtig. Boah, das ist ein Riesenzelt für die drei Leute hier. Dann schauen wir uns noch mal an. Dann haben wir noch woanders einen Bezirk. Das war das Schilflager hier. Hier ist im Augenblick aber keiner krank. Nur ein Mensch leider hier. Und hier wollten wir die Fabrik anschmeißen. Jetzt können wir jetzt können wir es machen. Es sei angeblich, jetzt ist wieder nicht alles da. Jetzt ist der Müll schon wieder weg. Nein. Für das Sanitätslager. Eben war es kurz möglich.
Sind die Mitarbeiter mittlerweile alle hier angekommen? Immer noch nicht. Wir lassen ein bisschen die Zeit länger laufen, bis die alle da sind. Wir brauchen ganz schön lange hier. Nahrung genug, Wasser lässt nach. Oh lala. Botschaft ist angekommen. Einmal stoppen, wir brauchen dringend noch mal mehr Wasser. Zwei Arbeitskräfte fehlen. Studierzimmer pausierte schon, ne? Und das hier vorne auch. Beide pausieren. Mittlerweile haben wir ziemlich viel Müll dazu bekommen. Brauchen allerdings auch viel. Trümmer sind auch mehr. Wir gehen bei den Trümmern. Beim Trümmer und beim Müll. Hier schmeißen wir mal zwei Leute für die Tür. Brauchen auch hier mehr Arbeitskräfte einfach für normale Transporte, sonst läuft hier nichts. Dann schmeißen wir die Trümmer. Die Trümmer waren... Den Müll hier stoppen wir auch mal. Wir haben immerhin 1000 mittlerweile auf der hohen Kante und schmeißen das Wasser hier wieder an. Das ist die Wasserdestillation, das ist die Wasserreinigung. Eine Arbeitskraft hier rein, eine hier. Und noch eine zweite. Dann müssen wir warten, bis die anderen angekommen sind. Danke, Berli. Mittlerweile besser. Lieb, dass du fragst. Dem Arm und der Hand geht es von Tag zu Tag besser. Ist nur eine Muskelverspannung. Drei Leute sind ein bisschen ungesund, aber das hält sich sehr in Grenzen, finde ich. Könnten wir eventuell schon wieder eine Rede halten? Ja, machen wir nochmal. Also Allrounder-Geschichte. Und das lieben alle hier. Kommen Einfluss und alle sind stolz. Super. Und wenn ihr mal in die Unruhe reinguckt, die haben 5 Unruhe bis zu 100 geht's und die haben 0. Alles fein. Wir müssen ein bisschen abwarten. Wann kommen die Leute denn endlich an? 15 oder sind die woanders gelandet? Sind unter Umständen im anderen Bezirk gelandet? Hier nicht, nein. Die hier vorne? Auch nicht. Sind die hier gelandet, Anne? Wo die eben ein... Die sind alle hier vorne. Da kann ich ja ewig warten. Ist ja auch logisch eigentlich, denn werden hier die aufgelesen. Ist ja nicht zu fassen. Ja, wie gut, dass das Sanitätszelt gebaut hat. Da können wir jetzt hier erstmal eine kleine Stadt aufbauen, wenn wir das wollen, oder einen Pier bauen. Gibt es hier coole Sachen, die wir... Ja, Nahrung können wir sammeln, Wasser auch. Wir bauen jetzt erstmal ein paar Häuser hier hin. Ein paar Zelte oder was auch immer. Wir fangen mal mit dem kleinen und simplen an. Wohlergehen, einfache Zelte. Ne, wir haben mittlerweile so viele Trümmer, wir können auch die besseren schon mal bauen. Hier ein paar Verschläge. Drei Leute passen jeweils rein, das bauen wir in die Mitte mit Freizeitgebäuden drumherum. Ja? Einmal hier. Einmal hier. Das ist echt witzig. Drei hier nebeneinander hingestellt. 10 Arbeitskräfte hier. Dann sollten wir eigentlich auch noch ein Gebäude bauen. Wie viele Menschen leben hier? Unfassbar mehr auf jeden Fall. Wir gucken, was wir hier noch als nächstes Gebäude einstellen. Ich denke, ein Wassergebäude wäre nicht schlecht. Machen gleich so eine Edelwasserreinigung. Dafür braucht man Belesene. Haben wir die hier? Ich baue erstmal ein einfaches hier. Eine Wasserdestillation und zwar direkt hier davor. Super, sehr praktisch.
Kürzeste Arbeitswege. Einmal zack hier hin. Klasse. Und das hat bitte auch Priorität, damit die Leute überhaupt was zu tun haben hier. Da habe ich die ganze Zeit unsere Leute gesucht und hier vorne sind sie.